Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, aber es soll nichts mit einem Fledermausgehege zu tun haben, wäre ja auch komisch gewesen. Warum sind die ganze Zeit hier die Fledermäuse weg? Die Pferde sind noch da. Kann es sein, dass Fledermäuse auch die spawnen, wenn man sie benennt? Ich muss da mal nachgucken und dann versuche ich irgendwie herauszufinden, wie ich das machen kann. Dass die nicht mehr despawnen. Ist das richtig so? Ja. Und dann kommt jetzt hier noch eine Stufe hin, damit man da hochlaufen kann. Dann, das hier sieht blöd aus, alles Stein hier. Und dann hier hinten sind halt die Trainer. Muss noch gucken, vielleicht kann ich hier einfach so einen Quarzblock nehmen. Genau das müsste ich hier hinten auch noch machen, dass man hier nicht drüber laufen kann. Weil ich glaube, das wäre ungesund, wenn man hier runterfallen würde. Leute, jetzt seht ihr auch, wie viel Barrier hier bei den Ocelots sind, weil vorher konnten die irgendwie hier drauf und dann hier drauf und dann so aufs Dach und dann darüber. Und deswegen sind hier so viele Barrier. Also lasst euch. Sagt man, jetzt hat man doch keinen Akku mehr. So. Ich hab's gleich, Leute. Ja, egal, lassen wir mal so. Perfekt. Also. Hier, das habe ich ja extra hier aufgeschrieben. Delfine coming soon. Zweites Quartal 2018. Wegen der 1.13. Ich habe coming mit 2M geschrieben. Ist das mein Ernst? Weil das ist das Release-Datum von der 1.13. So, jetzt sieht das doch auch besser aus. Und dann machen wir das jetzt. Ich glaube, mehr Platz braucht man nicht. Nehmen wir mal hier so ein kleines Häuschen. Wo dann die Trainer drin sind und ein paar Fische, die man dann verfüttern kann. So. Und hier vorne könnte ich eigentlich noch nachher einen Schalter machen, wo man das Zooticket vorweisen muss.
passt nämlich gleich noch hier rein. Einmal so einfach. Und dann so. Und dann hole ich mir ganz kurz eine Glasscheibe. Und fertig. Ne, wisst ihr was? Ich mache das so. Einmal Eisenfalltür hier und hier. Und dann kann man hier so abschließen. Das ist, glaube ich, besser. Und was wir zusätzlich noch machen. Na, wisst ihr was? Das ist einfach so. Sag bitte nicht, dass das nicht geht. Ja, so geht's. Und das sieht eben doof aus. Egal. Wir müssen jetzt mit Verlusten rechnen. Da muss man gleich noch gucken, ob das dann auch richtig funktioniert. Weil wir wollen ja nicht, dass auf einmal am Tag geschlossen ist nachher. So. Dann machen wir das eben so umpacken, da einfach noch Glas drauf, weil das ist ja irgendwie Technik und wir wollen ja nicht, dass da drauf regnet oder so, weil ich glaube, das wäre nicht gesund, auch im echten Leben nicht. Und dann machen wir das einfach so, zack, zack, zack. Und haben dann hier so einen Schalter. Dass die da sind, stört jetzt eigentlich nicht groß. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt das Personal da rein? Hier. So, einmal Knopf, einmal Tür. Zack. Einmal hier zum Reingehen, einmal hier zum Rausgehen. Dann machen wir das jetzt einfach so. Einmal hier und noch hier und hier und hier kommt dann Spinnweben rauf, wie wir das bei allen anderen schon haben, und dann mache ich hier noch einen Weg mit Stein und dann können wir ja, weil wir lustig sind, bevor das Video fertig ist, noch eine grüne, eine blaue, eine gelbe Tonne hier hin machen. Für so Abfall und so. Und ja, das ist ja noch nicht offen, das bleibt jetzt zu. Und dann war's das von diesem Video, weil es euch gefallen hat. Lasst ein Like, ein Abo da, falls ihr es getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!